Die meisten beachten sie gar nicht, die Gedenktafel für Raphael Blumstock auf dem Ulmer Münsterplatz. Du lebst in unserer Klage, im Herzen stirbst du nicht. Steht an der Stelle, an der der junge Musikstudent vor 25 Jahren ermordet wurde. Der brutale Mord beschäftigt den Ermittler Herbert Kling von der Ulmer Kripo bis heute. Ich erinnere mich an den Fall, wenn ich hier über den Münsterplatz gehe. Man hat dann automatisch die Bilder vor sich, die Bilder vom Opfer, die Bilder von der Angehörigen. Und ich sage mal nach wie vor den starken Wille, diesen Fall doch noch aufzuklären. Der 28-jährige Raphael Blumstock war an jenem Novembersonntagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr vermutlich auf dem Weg nach Hause. Am nördlichen Münsterplatz, damals noch ein Parkplatz, traf er seine Mörder. Sie haben ihn mit 21 Messerstichen, massiven Schlägen und Tritten getötet. Unsere Tathypothese war, das ist nach wie vor, dass es in dieser Nacht irgendeine Zufallsbegegnung mit einer Gruppe, 2 oder 3 Personen gab und dann zu diesem tödlichen Streit gekommen ist. Der Münsterplatz vor 25 Jahren, damals noch mit Autoverkehr, auch nachts. Anwohner hatten wohl Schreie gehört, ihnen aber keine Bedeutung zugemessen. Nur eine Touristin in einem Wohnmobil wenige Meter neben dem Tatort hatten die Schreie geweckt. Sie konnte schemenhaft 3 Männer mit kurzen Haaren erkennen. Trotzdem, die Fahndung blieb erfolglos. Im Frühjahr 1991 wurde die Sonderkommission Münsterplatz schließlich aufgelöst. Die Aufklärung scheiterte bisher unter anderem auch daran, dass wir sehr wenig objektives Spurenmaterial zu diesem Mordfall zur Verfügung haben. Doch warum wurde Raphael Blumstock ermordet? Der 28-Jährige war als schräger, aber liebenswürdiger Zeitgenosse bekannt, sprach oft einfach so Leute auf der Straße an, galt für viele als homosexuell und trug gerne auch mal Frauenkleider. Eine Freundin erinnert sich. Für einen etwas engstirnigen Spießer fällt so jemand als schräger Vogel auf. Wenn ich heute so jemanden sehe, denke ich, das ist okay. Ich fand ihn auch damals schon okay. Es ist natürlich klar, dass hier damals, Ulm vor 25, vor 30 Jahren, schon sehr schwäbisch und sehr brav war. Die Polizei glaubt, dass Raphael Blumstock in dieser Nacht einfach die falschen Leute angesprochen hatte. Doch ein ehemaliger Jugendbetreuer, der anonym bleiben möchte, glaubt nicht an Zufall. Gewaltbereite Jugendliche hatten es damals auf Homosexuelle abgesehen und ihm so eine Tat angekündigt. Relativ kurz davor hat man der Jugendliche gesagt, dass er auch an dem Wochenende, dass der da einen richtigen Denkzettel verpasst kriegt und dass er eben trappt wird. Und unter Trappen habe ich halt mir vorgestellt, ja, dass es Übergriffe gibt, aber eben so wie die Übergriffe vorher waren. Der Zeuge hat natürlich damals der Polizei die Namen dieser Jugendlichen genannt und ist sich bis heute sicher, dass diese mit dem Mord zu tun haben. Nur die Ermittlungen konnten den Verdacht nicht erhärten. Auch ein DNA-Massentest vor 15 Jahren blieb erfolglos. Ermittler Herbert Kling weiß aus Erfahrung, irgendwann wird einer der Täter oder Mitwisser reden. So einen brutalen Mord könne einer nicht ewig für sich behalten.